liebe Kolleginnen und Kollegen, wir brauchen deshalb praxisnahe Lösungen. Ja, vielen Dank, Ina Baltes. Und die Debatte zur Patientenberatung, die erwarten wir hier in ungefähr 1 bis 2 Minuten. Wir können schon einmal ein bisschen draufschauen auf dieses Thema, was hier jetzt gleich das Plenum beschäftigen wird. Wer als Patient Rat sucht über bestimmte Behandlungsmethoden beispielsweise oder auch Kassenleistungen oder auch Konflikte hat mit Ärzten oder Krankenkassen, für den ist die unabhängige Patientenberatung eine Anlaufstelle. Die Patientenberatung war 2006 zunächst als Modellprojekt, aber seit 2011 als Regelleistung der gesetzlichen Kassen gestartet. Sie berät eigentlich jedermann, jeden Versicherten von gesetzlichen Krankenversicherungen kostenfrei, neutral und unabhängig in regionalen Beratungsstellen, aber auch online oder über eine bundesweite Hotline. Nun hat es eine Veränderung gegeben hier zum Jahresanfang. Am 1. Januar hat die Trägerschaft gewechselt für diese Patientenberatung. Bislang wurde die Beratung vom Sozialverband VDK, von den Verbraucherzentralen und vom Verbund Unabhängige Beratungen organisiert. Aber jetzt, nachdem die Trägerschaft zum 1. Januar gewechselt hat, gibt es einen privaten Gesundheitsdienstleister, Sanvatis. Der hat den Zuschlag bekommen für die Patientenberatung. Das musste neu ausgeschrieben werden. Und Sanvatis hat nun für 7 Jahre die Beratung übernommen. Unter diesem neuen Träger soll eigentlich die Zahl der Beratungsgespräche deutlich erhöht werden und auch eine bessere Erreichbarkeit gewährleistet werden. Allerdings, Kritiker sehen die Unabhängigkeit der Beratung der Patienten in Gefahr, wie auch beispielsweise hier die Linksfraktion. Denn die hat zu diesem Thema hier einen Antrag vorgelegt, auf dessen Grundlage wird jetzt die kommende Debatte nämlich sein. Die Linksfraktion sagt, dass mit der Auftragsvergabe an die Firma Sanvatis bewährte Strukturen in der Patientenberatung sozusagen ohne Not zerschlagen worden seien. Und zudem sei Sanvatis ja auch vor allem für Krankenkassen und die Pharmaindustrie tätig. Ob das nun sinnvoll ist für eine Patientenberatung, die gleichzeitig stattfinden soll, das zweifelt die Linke an. Und Harald Weinberg wird den Antrag jetzt vorstellen. Um wirklich unabhängig von anderen zu sein, darf man nicht wirtschaftlich und organisatorisch mit ihnen verbandelt sein. Ist man dies bei gewissen Themen doch und hat vielleicht noch herausragende öffentliche Ämter inne, dann muss man gewisse Konsequenzen ziehen, damit man nicht auch nur in den Geruch einer fehlenden Unabhängigkeit kommt. Der Kollege Henke, der leider nicht da ist, ist nicht nur CDU-CSU-Abgeordneter im Gesundheitsausschuss, sondern auch Präsident der Ärztekammer Nordrhein. Er vertritt also die Interessen der Ärztinnen und Ärzte. Und aus eben diesem Grund hält sich Kollege Henke auch als Abgeordneter auffallend zurück, wenn es um Gesetze geht, die insbesondere die Interessen der Ärztinnen und Ärzte betreffen. Sonst würde man ihm womöglich unterstellen, sein Mandat als Ärztelobbyist zu missbrauchen. Oder der Kollege Lauterbach, als er vor der letzten Bundestagswahl in das SPD-Schattenkabinett berufen wurde, legte er seinen Sitz im Aufsichtsrat der Rhön-Kliniken nieder. Das wäre als Gesundheitsminister in Spee auch nicht vereinbar gewesen. Ich erzähle das hier, weil wir alle, auch Sie, die lieben Kolleginnen und Kollegen der Koalition, genau über den Wert der Unabhängigkeit Bescheid wissen. Und Sie alle wissen genau, dass es mehr als heikel ist, einer Firma die unabhängige Patientenberatung anzuvertrauen, die abhängig ist von Krankenkassen, Pharmafirmen und anderen Playern im Gesundheitswesen. Wir kommen schon noch zum Ausschreibungsverfahren. Insbesondere ist es sehr bedenklich, wenn die Mutterfirma Sanvatis als spezialisierter Callcenter-Betreiberin die gesetzlichen Krankenkassen als wichtigen Kunden hat. Denn gerade Konflikte mit den Krankenkassen waren bisher der Grund Nummer 1, weswegen sich Patientinnen und Patienten an die unabhängige Patientenberatung gewendet haben. Ob hier jetzt noch eine Unabhängigkeit gewährleistet ist, wenn die Kassen die Patientenberatung nicht nur finanzieren müssen, sondern auch noch Herr über das Ausschreibungsverfahren sind und zudem die Mutter des Beratungsunternehmens als ein wichtiger Kunde haben, darf bezweifelt werden. Ich weiß, Sie entgegnen jetzt sicher, dass Sanvatis eine gemeinnützige GmbH gegründet hat, die auf dem Papier nichts mit der Muttergesellschaft zu tun hat. Aber ich entgegne Ihnen, dass wir als Abgeordnete da genauso wenig drüber wissen wie die Öffentlichkeit, weil die Verträge, die im Zusammenhang mit der Ausschreibung gemacht wurden, uns gar nicht vorliegen. Denn die sind geheim. Auch auf Anfragen von uns und von den Grünen teilt die Bundesregierung dem Bundestag wenig Substanzielles mit und mit Verweis auf Geheimhaltungspflichten. Ein Ausschreibungsverfahren ist das Gegenteil von Transparenz. Aber auch ansonsten kann das Angebot von Sanvatis nicht überzeugen. So gibt es zwar mehr Beratungsstellen,
als bisher, zukünftig 31 bundesweit. Allerdings scheinen die kaum Beratungen anbieten zu wollen. Denn nach einer Antwort der Bundesregierung auf die aktuelle Anfrage der Grünen werden dort nur 6 Vollzeitäquivalente arbeiten, also 6 Vollzeitstellen. Also 240 Wochenarbeitsstunden verteilt auf 31 Beratungsstellen. Das macht gerade mal 8 Stunden pro Woche und Beratungsstelle. Und da ist noch keinerlei Arbeitszeit für Büroorganisation oder Ähnliches abgezogen. Die Beratungsstellen werden also weniger als 8 Stunden in der Woche geöffnet sein und tatsächlich beraten können. Das hat die frühere unabhängige Patientenberatung Deutschland bisher mit weniger Geld besser gekonnt. Jetzt komme ich noch zu den Nachteilen des Ausschreibungsverfahrens an sich. Alle 7 Jahre haben wir nun einen möglichen Bruch. Der alte Anbieter kann schon Wochen vor Ende der Ausschreibung keine komplizierte Beratungsfälle mehr annehmen. Der neue Anbieter braucht 3 bis 6 Monate, bis sein Angebot funktioniert. So lange gucken die Patientinnen und Patienten mit Beratungsbedarf in die Röhre. Wir können das Rad nicht zurückdrehen und die Ausschreibung rückgängig machen. Aber wir können dafür sorgen, dass wir die Fehler dieser Ausschreibung nicht wiederholen. Deswegen unsere wesentlichen Forderungen nochmal. Erstens, zukünftig keine Ausschreibung mehr, sondern eine Beauftragung derjenigen unabhängigen Patientenorganisationen, die der Bundestag bestimmt. Zweitens, eine Finanzierung aus Steuermitteln statt aus Beitragsmitteln. Damit wären auch Privatversicherte in die Finanzierung einbezogen und die Kassen hätten weniger Einflussmöglichkeiten und würden finanziell entlastet. Drittens, einen Patientenbeauftragten des Bundestages statt der Bundesregierung. Dieser soll Aufsicht führen, dem Bundestag regelmäßig Bericht erstatten und gegebenenfalls Änderungen vorschlagen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Unabhängigkeit lässt sich nicht in Vergabekriterien pressen. Deswegen war es ein Fehler, dass der Patientenbeauftragte der Bundesregierung der Vergabeentscheidung der Krankenkassen zugestimmt hat. Er hätte auch sein Veto einlegen können. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass in Zukunft klügere und unabhängige Entscheidungen getroffen werden. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist jetzt der Kollege Rainer Mayer, CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ein modernes und hochentwickeltes Gesundheitssystem wie das deutsche kann aufgrund der Vielzahl der Leistungen auch einmal unübersichtlich werden. In besonders komplizierten Situationen sind deshalb Lotsen wichtig, die den Versicherten den Weg durch die verschiedenen Anträge, Ansprüche und Verfahren weisen. Neben dem Hausarzt oder den Selbsthilfegruppen hat sich für viele Patienten auch die unabhängige Patientenberatung als zuverlässige Beratungsinstanz etabliert. Die Patientenberatung trägt hier entscheidend dazu bei, dass Patienten über ihre Rechte informiert werden und hilft ihnen dabei, diese Rechte wirksam durchzusetzen. Gestatten Sie mir den Nebenhinweis, dass es die christlich-liberale Bundesregierung war, die die UPD nach 10 Jahren der Modellversuchung in die Regelversorgung übernommen hat. Auch in dieser Legislaturperiode haben wir die UPD stetig weiterentwickelt. Erst vor 2 Jahren haben wir die Mittel auf 9 Millionen Euro fast verdoppelt und die Förderperiode von 5 auf 7 Jahre verlängert. Und damit haben wir eine gute Grundlage für die neue UPD ab 2016 gelegt. Und lieber Kollege Weinberg, damals waren wir uns über alle Parteigrenzen hinweg einig, dass die UPD auch weiterhin öffentlich ausgeschrieben werden sollte, alle Parteien hier im Deutschen Bundestag. Das war nicht nur deshalb richtig, weil dadurch ein Wettbewerb um neue Konzepte und Ideen im Sinne des Patienten stattfinden können. Es war auch deshalb richtig, weil ein öffentlicher Auftrag nicht einfach nach Gutsherrenart vergeben werden darf. Nach Recht und Gesetz muss das beste Angebot den Zuschlag erhalten und das ist im Interesse aller Patienten und Beitragszahler auch geschehen. So wird die neue UPD ab 2017 die Gesamtzahl der Beratung von heute 90.000 auf über 220.000 mehr als verdoppeln. Auch wird die Zahl der
regionalen Beratungsstellen auf 30 Standorte erhöht, darunter auch das Büro in Würzburg. Weiterhin wird durch mobile Beratungsstellen und Hausbesuche künftig noch mehr Ratsuchenden die Angebote der UPD einfacher als je zuvor zur Verfügung gestellt. Meine Damen und Herren, es versteht sich doch von selbst, dass bei der UPD die Unabhängigkeit der Beratung entscheidend ist für die Akzeptanz und das Vertrauen der Versicherten. Und deshalb sage ich genau, das ist auch weiterhin gewährleistet. Das fängt schon damit an, dass die UPD eben nicht die Abteilung der Sanvartis GmbH, sondern eine selbstständige und gemeinnützige GmbH, die Beratung organisiert und auch leistet. Anders als früher sind die Berater direkt bei der UPD angestellt und werden transparent nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst vergütet. Gerade um Interessenkonflikte zu vermeiden, gilt zudem ein striktes Verbot von jeglicher Nebentätigkeit. Erstmals wird der Beirat der UPD einen unabhängigen Auditor einsetzen. Der Auditor hat das Recht, die UPD und sogar einzelne Beratungsvorgänge auf Unabhängigkeit zu prüfen. Und der Beirat kann der Geschäftsführung in Fragen der Unabhängigkeit sogar direkte Weisungen erteilen. Und schließlich, meine Damen und Herren, als letztes Mittel kann der Fördervertrag sogar gekündigt werden, wenn die Unabhängigkeit nicht gewährleistet ist. Und deshalb halte ich fest, die Unabhängigkeit der neuen UPD ist an mehreren Stellen schlagkräftig, nachhaltig abgesichert. Und das ist auch wichtig so, meine Damen und Herren. Die Tatsache, dass ein neuer Träger die Ausschreibung gewonnen hat, ändert nichts an der wertvollen und engagierten Arbeit der bisherigen UPD. Hierfür gebührt der bisherigen UPD auch der Dank und die große Anerkennung. Meine Damen und Herren, die neue UPD steht nun vor der Aufgabe, die hohen Ansprüche zu erfüllen, die die Ratsuchenden in unserem Land zu Recht an die unabhängige Patientenberatung stellen. Wir sollten der neuen UPD jedoch unvoreingenommen gegenübertreten und ihr die faire Chance geben, sich zu bewähren. Die neue UPD ist heute, genau an diesem Tag, 14 Tage alt. Und wenn die Kollegen der Fraktion der Linken vorschlagen, die Spielregeln zu ändern, bevor das Spiel eigentlich richtig begonnen hat, dann ist eine gehörige Portion Skepsis angebracht, meine Damen und Herren. Zum Schluss möchte ich noch auf die Forderung nach einem Patientenbeauftragten des Deutschen Bundestages eingehen. Zunächst einmal finde ich es ausgesprochen schade, dass die Forderung in den Raum gestellt wird, ohne auf die gute Arbeit unseres Patientenbeauftragten der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann, aber auch auf die seines Vorgängers Wolfgang Zöller auch nur mit einem Wort zu würdigen. Wir in Bayern sind bekannt dafür, sparsam mit Lob umzugehen. Bei uns sagt man, nicht geschimpft ist gelobt genug. Heute mache ich aber mal eine Ausnahme. Karl-Josef Laumann leistet eine hervorragende Arbeit, insbesondere bei der Entbürokratisierung der Pflege oder bei der Qualität von Hilfsmitteln, und ist ein großer Kämpfer für die Rechte der Patientinnen und Patienten. Und dafür gebührt ihm der Dank dieses Hauses. Aber auch inhaltlich scheint mir Ihre Forderung nicht durchdacht. Nach dem Grundgesetz sind Beauftragte des Bundestages sogenannte Hilfsorgane, die nur dort tätig werden dürfen, wo der Bundestag selbst seine Zuständigkeit entfaltet. Wenn Sie nun selbst schreiben, dass es auch darum geht, Aufsichtsfunktionen zum Beispiel gegenüber der Selbstverwaltung auszuüben, reden wir aber über klassische Aufgaben der Exekutive. Und damit ist und bleibt der Patientenbeauftragte bei der Bundesregierung völlig richtig verortet. Im Übrigen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dürfen wir Abgeordnete
uns nach meinem Verständnis durchaus auch als kleine Patientenbeauftragte im Deutschen Bundestag verstehen. Ich danke Ihnen. Rainer Mayer war das für die CDU-CSU-Fraktion und immer wieder eingeblendet von der Regie hier eingefangen. Karl-Josef Laumann, der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, den ja hier Rainer Mayer auch noch mal gewürdigt hat. Hier im Mittelpunkt steht allerdings die unabhängige Patientenberatung, die es für jeden gesetzlich Versicherten gibt. Deren Trägerschaft hat zum 1. Januar gewechselt und das ist hier vor allem Gegenstand dieses Antrags. Maria Klein-Schmeink spricht jetzt für die Bündnisgrünen. Widersprechen. Was wir im letzten Jahr erleben mussten mit der Vergabe der unabhängigen Patientenberatung an ein privates Unternehmen, was im Kern sein Geschäftsfeld für in der Beratung von Krankenkassen und Pharmaindustrie hatte, das war ein Trauerspiel, das war ein ganz schwerer Schlag gegen die Belange von Patientinnen und Patienten und das durch Mitwirkung eines Patientenbeauftragten, das muss ich sagen, war ein Trauerspiel und es ist noch immer ein Trauerspiel, denn es wird uns 7 Jahre lang beschäftigen. Und das kann man auch nicht schönreden. Wenn wir uns überlegen, wie lange hat es eigentlich gebraucht, dass wir eine unabhängige Patientenberatung aufgebaut haben? 2000 war der Startschuss. Frau Schmidt wird sich sehr gut erinnern, weil auch das war keine einfache Geschichte. Modellhaft ist entwickelt worden. Über 10 Jahre lang sind immens hohe Qualitätsanforderungen gestellt worden. Immer wieder hat sich gerade auch die Krankenkasseseite durchaus sperrig gezeigt und gesagt, diese Aufgabe wollen wir eigentlich nicht haben. Aber wir alle mussten doch so einsehen und sehen, diese Aufgabe ist immens wichtig, wenn es darum geht, die sozialen Bürgerrechte von Patientinnen und Patienten zu stärken. Und genau das stellen Sie jetzt wieder in Frage. Das haben Sie umgeschmissen. Die neue UPD wird eine ganz andere UPD sein. Sie wird eine UPD sein, die im Kern Gesundheitsinformationen rausgeht. So, warum brauchen wir das? Jede Krankenkasse bietet genau dieses an. Das ist ja das Geschäftsfeld von Sanvatis im Kern. Das brauchen wir nicht. Was wir brauchen, 80% aller Ratsuchenden gebraucht haben, ist tätige Unterstützung bei Antragstellung gegenüber den Krankenkassen, bei schwierigen Fragen mit der Ärzteschaft, bei Verdacht auf Behandlungsfehler. Das sind die wichtigen Fragen. Und in der Regel geht es um Patientinnen und Patienten, die schwere Problemlagen haben, die große Probleme haben, die auch nicht durchblicken, was habe ich jetzt eigentlich für Rechte und für Möglichkeiten. Das ist die Situation, die wir ja auch alle sehr, sehr gut kennen. Und gerade da ist es wichtig, dass wir dieses unabhängige, verlässlich unabhängige Beratungsangebot haben. Und das ist geschleift worden. Und das werfe ich Ihnen ganz massiv vor. Und da muss ich auch den Patientenbeauftragten, Herrn Laumann, ansprechen. Denn er ist damit beauftragt, dieses Vergabeverfahren zu steuern, hat darauf achten müssen, dass wir eine gute Lösung bekommen. Und wir haben keine gute Lösung bekommen. Das muss man einfach feststellen. Und dann schauen Sie sich mal genau an, was kriegen wir denn? Wir kriegen Gesundheitsberatung, wir kriegen den Ausbau von Gesundheitsberatung. 80% aller Ratsuchenden brauchten aber vor Ort Unterstützung, psychosoziale Unterstützung, konkrete Beratung. Und was werden wir jetzt haben? 6 Vollzeitäquivalente, die rumreisen in 30 Beratungsstellen und dort dann einmal in der Woche präsent sein. So wird das aussehen. Wir hatten vorher ein ganz viel breiteres Angebot. Jede Beratungsstelle war insgesamt mit 50 Menschen besetzt. Alle Beratungsstellen waren insgesamt mit 50 Vollzeitäquivalenten besetzt und ständig Ansprechpartner rund um die Uhr. Das waren nämlich die Ausgangsvoraussetzungen. Und die hätten wir weiterentwickeln müssen durch mehr Orte, wo wir vor Ort präsent gewesen wären und nicht das, was wir jetzt bekommen. Und das Traurige ist, gerade jetzt hat der Bundestag vor 2 Jahren insgesamt die Phase auf 7 Jahre verlängert, hat mehr Geld bereitgestellt. Wir hätten die Chance gehabt, wirklich eine patientenorientierte Beratung anzubieten. Und genau das ist jetzt nicht geschehen, sondern verbaut. Und das ist zutiefst traurig. Hinzu kommt,
Wir haben keinerlei Transparenz. Herr Laumann, Sie haben das Verfahren der europaweiten Ausschreibung gewählt. Das führt dazu, dass wir null Informationen haben. Sie können sich die Kleine Anfrage anschauen, die wir gestellt haben. Alle Fragen, die irgendwie mit Budget zu tun haben, werden nicht beantwortet, mit dem Verweis darauf, dass ein Vertrauensschutz gilt. Das ist das Gegenteil von Transparenz. Das ist das Gegenteil von Vertrauen schaffen für die Patienten, die Rat suchen. Das ist vollständig daneben gegangen. Und das geben Sie doch. Ich meine, das müssen Sie zugeben. Und wir werden alle gemeinsam daran arbeiten müssen. Wie kriegen wir denn wirklich die Stärkung der sozialen Bürgerrechte, gerade von Patientinnen und Patienten hin? Was machen wir in Zukunft? Wir können uns nicht erlauben, dass 7 Jahre lang da eine Lücke entsteht. Da werden wir nachdenken müssen. Und deshalb bin ich dankbar, dass es diesen Antrag gibt, wenngleich wir jetzt in einer Situation sind, wo Sie 63 Millionen Euro verplempert haben. Das muss man ganz klar sagen. Vielen Dank. Maria Klein-Schmeink war das für die Bündnisgrünen. Und jetzt kommt hier zu Wort Helga Kühn-Mengel für die SPD-Fraktion. Die erste Patientenbeauftragte hier in Deutschland war, und zwar der damaligen Großen Koalition. Herzlichen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Besucherinnen und Besucher auf den Tribünen. Ich will Frau Klein-Schmeink schon gleich einen Höhepunkt meiner Rede vorwegnehmen als direktes Eingehen auf Ihren Beitrag. Es liegt an uns, an der Politik, wie wir diesen Prozess, der jetzt in Gang kommt, kritisch begleiten, wie wir Transparenz einfordern und Unabhängigkeit, Qualitätssicherung, Qualitätsaufbau in diesem Bereich auch begleiten und kommentieren. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe, die wir auch annehmen werden. Zum historischen Rahmen ist ja schon einiges gesagt worden. Ursprünglich ist die unabhängige Patientenberatung als Modellprojekt entstanden und dann erst später, 2011, ist ja gesagt worden, als Regelleistung etabliert worden und immer weiterentwickelt worden im GKV-Finanzierungs- und Qualitätsweiterentwicklungsgesetz. Schritt für Schritt haben wir Patientenrechte gestärkt und es ist auch schon von Ihnen erläutert worden, die Vorgaben, die jetzt zu einer Verbesserung führen sollen, kommen von der Politik, nicht vom neuen Träger. Wir haben gesagt, Erhöhung der Mittel von 5 auf 9 Millionen, Erhöhung der Zahl der Beratungsstellen, Verlängerung der Laufzeit, damit Kontinuität, auch personelle Kontinuität entstehen kann, telefonische Erreichbarkeit. Es war doch so, dass nur 42% der Anrufer durchkamen, nicht weil die nicht genug gearbeitet hätten, sondern weil das Bedürfnis nach Information so stark ist. Und das wird mit den jetzigen Vorgaben dann auch verbessert werden. Jedenfalls gehen wir zunächst einmal davon aus. Warum haben wir das alles gemacht? Viele Bausteine der Patientenorientierung und Stärkung eingeführt, weil nur der gut informierte Patient, der auf qualifizierter und evidenzbasierter Grundlage informiert wird, nicht nur sicherer und selbstbewusster sich im System bewegt, sondern auch ökonomischer. Und das ist ein wichtiger Punkt. Viele fanden es schon etwas sonderbar, dass die Krankenkassen diejenigen bezahlen sollen, die dann später in öffentlichen Stellungnahmen auch Kritisches veröffentlichen. Im Jahresbericht der UPD, der alten noch, wird ja deutlich, 29.000 Menschen gab es, die Informationen haben wollten zum Verhalten der Krankenkassen und anderer Träger. Und da ging es um die Schnittstelle Krankengeld und Verrentung und um die Frage, was darf die Krankenkasse, wann darf sie aufhören, Leistungen zu bezahlen. Es ging aber auch um Verhalten zwischen
Arzt, Ärztinnen und Patienten Behandlungsfehler. 19 Millionen Menschen, die pro Jahr in die Klinik kommen, 190.000 Behandlungsfehler in Promille, nicht viel, aber nominell dann doch etwas, worum wir uns zu kümmern haben. Und man muss der alten UPD wirklich sagen, sie hat viel geleistet für Evaluation, für Qualitätsaufbau und Qualitätssicherung. Deswegen ist es natürlich bitter, wenn diejenigen, die gute und auch neue Konzeptionen entworfen haben, auch für die Erreichbarkeit bestimmter Zielgruppen, Migranten, Migrantinnen, Bildungsschwächere und so weiter. Es ist bitter, wenn dann ausgerechnet diejenigen, die gute Arbeit gemacht haben, sich plötzlich an dieser Stelle nicht mehr wiederfinden. Das, denke ich, ist aber zunächst einmal nicht zu korrigieren. Die Vergabekammer war da eindeutig. Wir müssen jetzt sehen, erfüllen sich die Vorgaben, die Erreichbarkeit. Es sollen demnächst statt 80.000 200.000 Menschen betreut werden. Was ist mit der Unabhängigkeit, mit den verschiedenen Zugangswegen, telefonisch, schriftlich, online, persönlich, mit der Mehrsprachigkeit? Es wird Türkisch und Russisch angeboten. Also vieles soll sich da entwickeln. Und ich denke, wir als Politik haben vor allem darauf zu achten, dass die Neutralität, die Unabhängigkeit und die Arbeit auch weiter fortgeführt werden in Sachen Qualität und Transparenz, die übrigens auch der wissenschaftliche Beirat ist weisungsberechtigt, dass das weitergeführt wird, was begonnen wurde. Und darauf, sage ich, werden wir achten. Im Übrigen gibt es auch nach wie vor viele Dinge zu verbessern im Gesundheitsbereich. Wir als SPD sehen die Notwendigkeit, die dritte Bank im gemeinsamen Bundesausschuss zu stärken. Nordrhein-Westfalen hat eine Koordinierungsstelle eingerichtet für die Beratung der Patientenbeteiligung in den Gremien. Ganz wichtiger Punkt. Also wir sind lange hier noch nicht an der Stelle, wo wir sagen können, alles ist gut. Und wir werden diesen Prozess und die Ergebnisse in diesem Prozess mit Blick darauf auch prüfen, werden Verwerfungen im System, werden Interessen von Patienten und Patientinnen in der Arbeit gestützt und offengelegt. Ich danke Ihnen. Helga Kühn-Mengel war das für die SPD-Fraktion, hat sie hier gesprochen. Ja, und sie war mal von 2004 bis 2009 Patientenbeauftragte der Bundesregierung, die erste Patientenbeauftragte. Und genau in ihrer Zeit, da fällt auch die Gründung dieser unabhängigen Patientenberatung, die ja heute hier auf Verlangen der Linken debattiert wurde, weil da die Trägerschaft gewechselt hat zum 1. Januar. Und der Antrag der Linken, der wird jetzt nach der Debatte erstmal in die Ausschüsse überwiesen. Ich darf mit Ihnen noch, bevor ich mich von hier verabschiede, einen kurzen Blick werfen auf morgen, auf den Debattentag. Auch dann sind wir wieder hier für Sie da ab 8 Uhr 45 und starten mit einem Interview zu der aktuellen Debatte über verschiedene Änderungen im Asylgesetz, die ja in nächster Zeit anstehen. Unter anderem soll ja das Asylpaket 2 nächste Woche ins Kabinett. Das wird mein Kollege Gert-Joachim von Folloir morgen 8.45 Uhr mit seinen Gästen hier machen. Und dann steigen wir in die weiteren Debattenpunkte ein. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden und gebe zurück nach Bonn.